Jo, halt zurück zu Mafia 3. Also, totales Regenwetter und ich war eigentlich nur Kohle abholen. Dummerweise habe ich das nicht aufgenommen. Dabei ist herausgekommen, dass halt Burke, der hat halt hier so Autogeschichten, die IAA will irgendwelche Autos von ihm haben. Die sollen wir wohl suchen, so sieht es zumindest mal aus. Dann hat der, na, wie heißt er? Vito hat halt eben Probleme mit irgendwelchen Typen, die möchte einfach mal weggesnatcht haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann gab es noch hier die Madame hier, Cassandra, die möchte irgendwas, ich muss mal nachgucken, hier irgendwie mit Waffen. Dass man halt Waffen irgendwie klaut oder was weiß ich. Einen ganzen Laster voller Waffen. Was wir davon machen, ist die große Frage, weil ich wollte eigentlich erstmal hier mit Donovan mich treffen. Und mal gucken, was der so zu erzählen hat. Also das machen wir jetzt erstmal. Und den Rest können wir dann halt zwischendurch mal machen. Ich denke aber auch, dass jetzt so neue Sachen mit Donovan, die bringen einen vielleicht jetzt nicht so viel weiter, sondern eher die Dinge da mit den Verbündeten. Müssen wir dann mal gucken. Ich habe da noch keine Idee, ob das jetzt wirklich hilfreich ist oder nicht. Müssen wir dann halt mal schauen. Aber nach der letzten Hauptquest war es halt eben so, dass sie gesagt haben, sprich mal mit Donovan über die Sachen. Das machen wir jetzt mal. So, müssen wir nur noch irgendwo das Stoppschild umfahren. Auf geht's. Im Hinterhof oder sitzt er hier in so einer Kaschemme? Wie laufen die Geschäfte? Alles super. Ach, ich soll wieder auf ihn warten im strömenden Regen auf der Bank. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Donovan, dein Kopf flimmert. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt. Die letzten 8 Monate, fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet. Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen. Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten, aber sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher sobald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. Okay. Autodiebstahl. Was? Was? Wer bist du denn? Hallo. Wo willst du denn hin? Ich möchte hier rauf. Dann möchte ich zu meinem Auto. So. Den könnten wir uns natürlich schnappen. Aber ich glaube, die Dinger sind noch nicht zu dick, oder? Das sind halt schon die Leutnants, ne? Na komm. Ich glaube, wir müssen das erstmal. Ich weiß nicht. Wir hören uns das erstmal alles an. Macht doch mal Platz. Oh, ich dachte, du biegst ab. Ja, die Cops kommen schon, sehr schön. Die kümmern sich um dich. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch nicht. Ihr kleinen Schweine. Ich biege jetzt mal schön ab. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite.
Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. So, ich muss da eigentlich da drüben parken, aber dann krabbel ich irgendwo einen Zaun, auch kein Problem, glaube ich. Ja, ich kann den auch mal rumfahren. Einmal einen Block. Ach, da kommen die Cops noch hinterher. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Okay, ich will die erstmal loswerden, ey, was für ein Mist. Oh, da wollte ich lang fahren. Alter, die Reifen sind gleich durch. So, jetzt müssen wir aber mal hinfahren. Das heißt, wir fahren ja einmal einen Block wahrscheinlich und dann wieder zurück, ne? Ja. Ah, so ist es. Okay. Ja, sehr schön. So, wo müssen wir jetzt hier rein? Da hinten oder was? Oder hier direkt durch? Komm, ich steig mal hier aus. Schauen wir mal. Ah, hier geht's rein. Okay. Hallo, ich immer zu Hause? Da oben. Drüben. Ja, ist ja Jutti. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Auch nett, Sie kennenzulernen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Bacano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh, tut mir leid. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wo gehen die Autos hin? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die schon zum Reden. Vielleicht bekomme ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Jos Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Ah, probieren wir mal. Okay, lass uns mal gucken. What? Scheiße, ich glaube, ich bin ein bisschen lost, ey. Ich habe ein bisschen zu viel angefangen. Mal eben kurz gucken. Oh, ich dachte, der schmuggelt über eine Tankstelle. Egal, wir fahren dahin. Okay, komm. Mal raff ich's nicht oder ist dann nebenan hier irgendwas am Laufen? Was ist denn das hier? Was machen die für einen Scheiß?
Hallo, hallo? Soll ich schon gerne mal reingucken, oder? Gibt es halt jede Menge Sachen kaputt zu machen. Lass uns da mal reingucken. Was ist denn das? Wie komme ich da hin? Aha, ach so, verstehe. Noch mehr Kram, okay. Okay, sollen wir uns das mal angucken? Einfach mal angucken, nur mal angucken. Ey, ist mein Scheinwerfer kaputt? Alter, mein Scheinwerfer ist kaputt. Ey, ich werde wahnsinnig. Diese kleinen Schweine. Okay, jetzt ist der andere Scheinwerfer auch noch kaputt. Fall da einfach rein. Ja. Ich könnte da hinten parken. Na gut. Vielleicht sollte ich nicht immer Vollgas geben. Nervt langsam auch. Okay, wie kommen wir hier rein? Das ist ja sehr interessant. Sehr interessant. Okay. So, wo sind die Vögel? Einer steht um die Ecke. Eigentlich zwei. Wow, was für geile Autos. Die soll ich kaputt machen? Oh nö. Oh geil, ein ganzer, oh Mann, ganze Halle voll, ey. Nur so ein paar Vögelchen. Du hast dir nichts verloren, Junge. Denkst du wirklich, ich finde dich nicht? Nun ja. Ich mach ihn alle! Na, wen haben wir denn da? Seht mal, was wir hier haben. Der Kleine gehört mir. Schick ihm einen Monokop. Jetzt brennt es richtig. Ach, da ist er. Okay. Scheißkerl hat mich getroffen. Das will ich hoffen. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Jetzt hauen die ab, oder was? Muss kurz Munition wechseln. Aha, schießt du die Dinger selber zusammen. Okay, kann man machen. Hier drüben! Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Dann bin ich von der anderen Seite! Aufgaben zuerst! Ich schieße! Ich schieße! Ich schieße! Hier drüben! Ich geh vorn weg! Oh shitty. Angelegt. Finde ich jetzt nicht. So. Ihr kleinen Pfosten. So, jetzt müssen wir Kohle einsammeln. Wo ist sie denn? Da. Schwupp. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Geld. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Tatas rumliegen. Ne, ich meinte Big Time Tatas. Wo sind die denn da vielleicht? Okay. So, das Ding ist kaputt. Das ist eigentlich schade, ne? Ne, wie kriegen wir die kaputt?
Mit Mollys. Ich dachte, die gehen davon kaputt. Ja, tun sie auch. Okay. Sind noch wieder noch freundlich welche? Kann auch damit rumfahren. Gehen die auch kaputt. So, mit der Gasflasche, da kriegt die dann auch kaputt. Alter, muss ich jetzt hier 1000 Mollys holen, damit die kaputt gehen? Na, ich kann doch da auch eine Gasflasche ziehen, oder? Yeah! Bam! Sehr schön. Okay, tut mir aber auch weh. Was haben wir noch? Ich kann ihn natürlich umfahren und dann hochjagen. Mann. Könnte ich eine kleine Lieferung haben? Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Tut mir leid, Mann. Das geht im Moment absolut nicht. Ach, du kleiner blöder Sack. Okay, wie krieg ich das denn kaputt? Haben wir noch irgendwo hier die Gasflasche, oder? Muss ja irgendwie kaputt gehen. Alter, was kannst du denn ab? Okay, das war's nicht. Scheiße. Du sollst mal ein bisschen Muni sammeln. Drecksladen. Was haben wir denn noch? Eine andere Gasflasche? Ist doch jetzt nicht wahr. Lass mal gucken, was habe ich denn noch hier Schönes? Das Zeug? Okay, komm. Wie kriege ich denn das jetzt kaputt? Ey, scheiß Dreck. Habe ich noch irgendeine Gasflasche hier oder sowas? Nee, ne? Okay, verstehe, sorry. Tank kaputt schießen. Alles klar, okay, beide kaputt. Sehr schön. Ja gut, okay, so geht das. Best Oil ist damit erstmal schön um 30 Mäuse erleichtert. Gut, verstehe, wie es geht. Jetzt müssen wir gucken, gibt es wahrscheinlich mehrere davon, ne? Jetzt mal gucken. Ja, ein bisschen reinzoomen wieder. Puh, ist es das schon? Okay, ich meine, könnten wir auch nochmal ein Feedback geben. Und sagen, Mensch, du, alles Roger. Dann machen wir das nochmal eben kurz. Okay, auf den Tank schießen. Okay, fürs Driften ist Vollgas okay. Darüber? Jo.
geht. Die geplatzte Autoverschiebung war ein echter Arschtritt für Junior. Ja, und jetzt, Digga? Bald hast du Junior soweit. Noch etwas mehr und er ist hinter dir her. Ja, toll. Okay, gut, dann fahren wir nochmal eben kurz da zu diesem Ding, was ich eigentlich davor hatte, was eigentlich auch für, wie war das denn hier, Oil und Schlag mich tot markiert hatten. Blut und Öl. Da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Details und... Okay, diese grünen Dinger da müssen wir uns auch reinziehen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was hier los ist. Servus. Hey, hier rüber. Ja. What's up? Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Dieses Kommi-Gelaber über gemeinsamen Besitz ist so ein Schwachsinn, dass man davon kotzen könnte. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin sicher, Pops Leute helfen mir liebend gerne. Ich komme wieder, Pablo. Okay, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Okay, schauen wir mal, was die Map sagt. Die Map sagt, oh, Schmuggel. Befrage den Funker. Na, das mache ich. Was ist das hier mit diesen... Die sollen wir finden, klauen, whatsoever. Alter, töten. Oh, der tötet mich. Meldung über einen bewaffneten Schwarm. Männlich im Einsatzgebiet. An alle Einheiten im Einsatzgebiet. Alter, das war Meldung über eine Auseinandersetzung im French Ward. Der Verdächtige wurde beschrieben als männlicher Fahrer. Fährst du? Die haben mich kaputt geschossen. Ich will nicht mit Gina reden, sondern ich will den Funker befragen. Das fällt auch sehr fresh. Ja, den töte ich diesmal nicht. Alter, der tötet mich.
Also erstmal können wir hier das Ding nochmal klar machen. Wo steht das? Um die Ecke wahrscheinlich, ne? Sehr gut. Am Arsch vorbei, solange Geld reinkommt. Und so offen gestanden, den Funker befragen wir mit mehr Ruhe beim nächsten Mal. Okay? Also bis dann. Ciao.